Und eigentlich könnte ich Indien mal angreifen, aber ist halt das Problem, dass die jetzt mit Persien verbündet sind. Oder die Vasallen von denen sind. Da würde ich nämlich gleichzeitig noch mit Persien Krieg führen. Und das ist nicht in meinem Interesse eigentlich. Ach komm, hier baue ich eigentlich gar nichts. Machen wir hier mal noch Wohlstand rein. Buddhistischer Missionar. Baue ich jetzt einfach mal. Moment, mache ich jetzt mal eine Stapelproduktion. So, hier. Ach Mist, kann ich nur zwei. Scheiße. Da. Irgendwas Geld. Bank. Und hier. Das da, da, das da. Und hier noch mehr. Eisenbahn. So. Jetzt verbreiten wir den Buddhismus hier. Hoffentlich funktioniert's. Jawohl, natürlich funktioniert. Bringt auch mehr Geld. Wie viel Prozent? 13% Chinesisch schon. Geht ja eigentlich ganz schnell. Oder relativ schnell. So, und tada, tada, tada. Jetzt kommen mir gerade irgendwie ein bisschen zu viele Meldungen. Ach, fuck. Habe ich schon wieder einen Sanitäter gemacht? Aber egal. Oh, da ist noch ein. Noch ein Dorf. Da ist gerade ein bisschen viel Religionszeug. Und die Stadt da, die ehemalige mongolische Hauptstadt da, die wächst auch nicht so richtig gut. Das heißt, da muss ich mal ein paar Leute hinschicken, damit ich da ein bisschen aufwerten kann, so Modernisierung bauen und so was. So, die können hier schlafen mal. Ihr geht zurück. Und ja, die hier fangen hier mal schon mal an, ein bisschen Eisenbahn zu bauen. Und hier, ja, kann man das noch plündern. Kriege ich wenigstens noch ein bisschen Geld. So, die können sich hier verschanzen und heilen. Gleichzeitig ihr auch. Und dann marschiere ich dann auf Japan gleich wieder. So. Das wird auch geplündert. Soll ja schließlich keiner wissen, dass da eine Stadt war früher. Warum sind die böse? Wir sehen uns nach unserer Heimat. Ach, die sind immer noch mongolisch, ein bisschen. Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind Kriege da? Ach, jetzt wollen die alle Emanzipation, aber ich will ich nicht. Und vor allem kann ich es noch gar nicht, kann ich es noch gar nicht übernehmen, weil ich dafür Demokratie brauche. Und Demokratie habe ich noch nicht erforscht. Kurz gestreckt. Jawohl. Dreh dich, Kugel, dreh dich. Und dann ist auch gleich schon die Luftfahrt fertig. Und die wollen den Stahl von mir geschenkt haben, aber wir sind nicht auf Rosen gebettet. Oh nein, jetzt sind sie vorsichtig. Vielleicht könnt ihr mir mal ein bisschen Geld geben und dafür gebe ich euch Mais. Wie wär's? Gut. Ich gehe jetzt auch gleich mal ein bisschen die KIs abklappern und mal gucken, was die noch so haben. Hier baue ich noch ein Kohlekraftwerk. Und eine Uni? Nee, eine Schmiede. Da ne, ein Observatorium. So. Ach, die gehört mir jetzt auch vollständig. Gut, dann machen wir hier noch ein Gerichtsgebäude und so. So, überall Eisenbahn. Also wenn ich jetzt so sage, dann meine ich Eisenbahn. Und die sind auch böse. Warum? Ja, wegen Emanzipation und Krieg. Das Übliche halt. Ach, jetzt sind sie alle so ein bisschen böse. Gut, die sind jetzt wenigstens nicht mehr so böse, weil ich da Buddhismus verbreitet habe. So. Und Buddhismus bringt natürlich in je mehr Städten der ist, mehr Geld. So, oh nein! Eine barbarische Flotte! Eine riesige! Ach, ich glaube, ich muss dann langsam auch mal Demokratie erforschen und dann Emanzipation ernehmen, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Weil das finde ich eigentlich unnötig. Also es bringt mir für meinen Spielstil eigentlich kaum was.
Ich bin ja mehr so Bauernhof-Typi. Also bei mir sieht es eigentlich so aus, Mine, Bauernhof und dann halt noch die anderen Sachen. Wenn jetzt hier zum Beispiel Kühe sind, dann brauche ich natürlich nur ein Weidland drauf. Aber so Städte brauche ich eigentlich eher weniger. Und normalerweise funktioniert es auch. Also das ist jetzt irgendwie gerade so eine Ausnahme, dass ich minus 40 bekomme. Normalerweise kriege ich immer plus. Aber es ist jetzt auch halt so, weil ich jetzt gerade ziemlich viel erobert habe und neu gegründet. Und die Städte ja alle noch auf Nullniveau sind. Also wenn man eine Stadt erobert, dann sind alle Gebäude da drin kaputt. Und die muss ich alle erst wieder neu bauen. Und jetzt habe ich eine neue Zeitabschnitt erreicht, so wie es aussieht. Oh, da werde ich angegriffen. Gewonnen. Jawohl. Puh. Ach, wieso greifen die mich alle an? Sind die blöd? Der wird ja wohl wissen, dass er keine Chance hat. Gegen eine Galeone. Jawohl, jetzt bin ich in der Moderne. Es wurde ja mal Zeit. Luftfahrt. Wenn du einmal das Fliegen empfunden hast, wirst du für immer auf der Erde wandeln mit deinen Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort wird es dich immer wieder hinziehen. Leonardo da Vinci. Führt zu fortgeschrittenen Luftfahrt und Raketentechnik. Und jetzt kann ich auch endlich Fallschirmjäger und so Jäger, Bomber, Flughafen bauen. Und jetzt forschen wir halt mal die Demokratie, meine Güte. Oh, Wall Street. Wurde Zeit, dass ich mal die Wall Street bauen kann in Peking. Das wird auch wieder um einiges mehr Geld geben. Ja, hier noch mehr buddhistische. Hier. Uni. Ne, eine Schmiede. Und da. So eine Bibliothek. 4 Runden würde es dauern, die zu heilen. Ich würde sagen, dann lasse ich die einfach Einheit da einfach drin und sich verschanzen, oder? Hä? Ohne die da. 2 Runden, gut. Was, 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 was? Habt ihr kaputt gemacht, ihr Schweine? Hä? Ach so, ich dachte gerade, das waren die Ägypter, aber mit denen habe ich ja gar keinen Krieg. Aber das waren andere. Das waren noch die Ritter von Genghis Khan. Die schlimmen Finger. Ach ja, Wall Street ist auch ein nationales Wunder. Also das habe ich dann auch gleich jetzt alles voll mit nationalen Wundern in Peking. Das heißt die Eisenverarbeitung und die Wall Street, dann habe ich 2 Wunder. Also nationale Wunder drin. Und dann kann ich auch nicht mehr bauen, aber mehr brauche ich auch nicht in Peking. Dann gäbe es eventuell noch ein paar, die vielleicht wichtig wären, aber die kann ich auch in anderen Städten bauen. Am besten ist in Peking, weil ich da mein Zentrum eigentlich ist für alles. Ja, so mein Geldzentrum, mein Ausbildungszentrum, also Militärzentrum halt. Meine Hauptstadt natürlich noch, Kulturzentrum auch. Also gut, wenn ich da die Wall Street drin habe. Dum, 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 dum. Öffentliche Verkehrsmittel wurden gebaut. Dann baue ich jetzt einen. Nein, kein Flughafen, sondern ein Markt. Und hier noch mehr Buddhisten. Und genauso wie hier eine Schmiede. Da müsste ich vielleicht auch mal das Wachstum anhalten. Hier eine Bibliothek und da kann ich eine Wassermühle bauen. Das ist das Einzige, was ich bauen kann. So, hier noch ein Bauernhof und da unten die Grenzen von Al-Sariri, Sarai, sorry, wurden erweitert. Und da haben sie endlich die Quelle fertig gebaut. Am Moment schicke ich die dahin. So. Jetzt muss ich eigentlich gerade mal gucken gehen, wie viel Einfluss denn jetzt der Buddhismus hat. Mittlerweile. Kann ich gleich mal gucken gehen? Warum ist da oben Hinduismus? That's the question. Ach komm, jetzt gib die mir mal doch die Stadt. Mann. Buddhismus 29, das war doch mal 30. Und Hinduismus 34. Und die anderen ganzen Drecksreligionen, die keinen jucken.
die alle so ein bisschen was haben. So, und jetzt müsste ich eigentlich gleich wieder ein bisschen mehr Geld kriegen, weil Wall Street und so, ne? Ho, sag ich ja. Plus 38. Aber das wird wahrscheinlich jetzt sowieso gleich wieder runtergehen. So, Man Demokratie. sagt, die Demokratie ist die schlechteste Staatsform, mit Ausnahme aller anderen. Winston Churchill, der Ministerpräsident, kann das sein? Von Großbritannien im Zweiten Weltkrieg so ermöglicht. Allgemeines Wahlrecht, Emanzipation, Freiheitsstatue und Sicherheitsdienst. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Oh, Leibeigenschaft brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Komm, dann kann man Emanzipation annehmen. Eine Runde bis zur Revolution, zwei Runden bis zur Revolution, gut, dann halt nur eins. Und dann würde ich sagen noch die Raketentechnik. Technik. Und hier bauen wir die Freiheitsstatue. Buddhistischer Missionar, nochmal ein. Sofort. Und hier eine Bank. Was war da? Ein Observatorium, gut. Und dann irgendwas, was noch mehr. Forschung, Kultur meine ich, verdammt. Christlicher Tempel ist so ziemlich das Einzige, was noch relativ viel, was heißt viel, was noch ein bisschen Kultur bringt. Ansonsten habe ich ja eigentlich alles gebaut, so kulturmäßig. So. So. Wo ist denn noch Buddhismus nötig hier? Warum wächst denn die Stadt nicht? Oh, bräuchte ich dringend mal die Biologie, also die Technologie, damit jeder Bauernhof noch ein bisschen mehr Nahrung kriegt. Mann, bin ich irgendwie verpeilt gerade. Also hier bauen wir noch eine Mine. Und die sind jetzt alle fertig. Sind die auch alle fertig? Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich mach heute Party, ich machst du heute Party. Oh Mann. Ja, die alten SpongeBob-Folgen waren immer noch die besten. Heute ist es alles irgendwie nur noch. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es irgendwie so, finde ich, das ist einfach nur noch eklig. Also ich guck mir schon halt, also ich meine, ich guck mir 300 an, das ist einer meiner Lieblingsfilme und so, aber das ist ja schließlich auch ab 18 und das muss so sein. Sonst will ich es mir nicht angucken, aber SpongeBob gucke ich doch nicht an, damit einem, zum Beispiel in der einen Folge, wo Thaddäus der Zehennagel da rausgerissen wurde. Also ich meine, was soll das? Das gucken kleine Kinder an. Ah. Aber die alten Folgen sind einfach Klassiker. Da kann ich nichts sagen. Die habe ich auch früher gesucht oder so. So wie man halt, ja, Fernsehserien suchten kann halt. So, und dann würde ich sagen, greifen wir dann auch gleich den Tokugawa an. Ach ja, nochmal was wegen der Emanzipation hier. Also wenn man jetzt natürlich Emanzipation schon erforscht hat und es schon annehmen kann, dann ist es natürlich gut für einen. Aber jetzt so ein rückständiges Land wie jetzt zum Beispiel Japan mittlerweile geworden ist, wäre jetzt zum Beispiel geopfert, weil hier haben die auch schon Unzufriedenheit drin. Könnt ihr gerade mal gucken. Ja, Emanzipation her, plus zwei Unzufriedenheit. Die haben natürlich die Demokratie noch nicht erforscht und deswegen können sie Emanzipation auch nicht annehmen. Das ist logisch, ne? Alter, plus 47 wieder. Plus 50. Gut, ihr habt so gewollt. Mist, komme ich nicht dran. Das griechische Reich hat eine Stadt von Caesar eingenommen. Welche denn? Ach, die. Buddhismus wurde verbreitet. Buddhismus verbreitet sich derzeit sehr viel. Auch dank mir. So, hier noch Eisenbahn und. Ja, gehen wir mal weiter gucken, wie es in Indonesien so aussieht. Da noch ein Steinbruch und hier heilen lassen. Oder verschanzen. Besser gesagt. Also, jetzt, wo sind eigentlich meine Flieger hier? Gut. Ach komm, die modernisieren wir noch schnell. Wir kriegen jetzt schließlich wieder Plus. Und ich brauche sowieso noch eine Zeit, bis ich
hier vorgerückt bin. Also jetzt erklären wir Tokugawa den Krieg und gleichzeitig Alexander. Krieg. Ja, natürlich, ich weiß.